Jetzt nach dem Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag kann man es sagen, die Vorweihnachtszeit ist da. Das klingt natürlich auch in der Bergzeit an. Drei unserer Themen. Angeschnitten, besonderen Stollen verkostet. Ausgestellt, Anton Günther ins Blickfeld gerückt. Und aufgebaut, Thumas Skateranlage erweitert. Glück auf! Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein. Heute rühren wir Teig zu Plätzchen ein. Bei uns im Erzgebirge auch gern mal zu Stollen. Wenn auch von den privaten Haushalten nicht mehr so häufig wie früher. Der erzgebirgische Weihnachtsstollen ist ein sogenanntes Gebildbrot und stellt das Jesuskind dar, in Windeln gewickelt. Hefeteig mit Butter, Rosinen oder Sultaninen, Zitronat, Orangeat, bitteren und süßen Mandeln stellen nicht nur bei der Rezeptur eine Herausforderung dar. Die Stollentradition wird bei uns in besonderem Maße von der Bäckerinnung sowie dem Stollenverband Erzgebirge hochgehalten. Gemeinsam mit der Stadt Annaberg-Buchholz laden die am 27. November nach der Zwangspause endlich wieder zum Stollentag ein. In diesem Jahr wird es am 1. Advent im Erzhammer den 20. Stollentag geben. Einen Vorgeschmack darauf bekommen wir jetzt. Die süße Freude ist Bianca Augustin Kreller, der Leiterin des Schokokuschels, und Martin Seidler, dem Verkaufsleiter der Annaberger Backwaren GmbH, in der Schokoladenmanufaktur ins Gesicht geschrieben. Im Beisein von Oberbürgermeister Rolf Schmidt wird eine gute Woche vor dem ersten Advent in Annaberg-Buchholz ein besonderer Stollen, der Gößner Stollen, angeschnitten. Die Besonderheit ist also zum einen, dass der Gößner Stollen im Bergwerk, also im Stollen gereift ist. Und das andere ist natürlich, sind die Zutaten. Wir haben eben diesmal die Sultanin unter anderem nicht nur im Rund, sondern auch in dem Grubenfeuer, was so ein Kräuterlikör ist, eingelegt. Und dadurch erhalten sie eben nochmal so ein würziges Aroma. Es war eine naheliegende und bereits anderswo praktizierte Idee, die die städtischen Museen Annaberg-Buchholz und die Annaberger Backwaren aufgegriffen haben. Die Lagerung von Stollen im Bergwerk. 100 Butterstollen wurden unter Tage gebracht. Konstante Temperatur wie im Gößner bei rund 8 Grad Celsius und einer hohen Luftfeuchtigkeit sind ideal für das weihnachtliche Backwerk. Während des Reifeprozesses nehmen die original erzgebirgischen Butterstollen Feuchtigkeit auf und verteilen diese im Inneren. Die Aromen werden dadurch noch intensiver und so der Stollen veredelt. Kommentar von Oberbürgermeister Schmidt, der das erste Stück verkosten durfte. Ja, gut. Ja, nicht zu trocken. Ja, gut. Ist gelungen. Ja. Also wir kennen den Gößner vom erzgebirgischen Backwaren Stollen empfehlen. Das freut mich. Der Gößner Stollen ging in limitierter Auflage in den Verkauf. Zum dritten Mal gibt es in der Liederregion Zwönitztal-Greifensteine einen Ideenwettbewerb. Diesmal lautet der Aufruf: Jugend aktiv beteiligen, Jugendimpuls für deine Idee. Gesucht werden Ideen, welche von, für und oder mit Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren umgesetzt werden. Der Aufruf richtet sich dabei an ein breites Bewerberfeld. Privatpersonen, insbesondere Jugendliche, Vereine, Jugendgruppen, Organisationen und Kommunen haben die Möglichkeit, sich bis zum 31. Januar 2023 an dem Wettbewerb zu beteiligen. Der Vordruck für die Ideenskizze und die Wettbewerbsbedingungen sind auf der Internetseite der Liederregion zum Download freigegeben. Die besten Projektideen erhalten ein Preisgeld. Dafür stehen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Tom Unger war am 18. November zum Vorlesen in der Grundschule Johann Wolfgang von Goethe in Zwönitz und im evangelischen Kindergarten St. Georgen in Schwarzenberg. Anlass war der bundesweite Vorlesetag, der zum 19. Mal stattfand. Tom Unger wollte bei den Kindern Lust am Lesen von Büchern und Geschichten wecken. In der schuleigenen Bibliothek der Zwönitzer Goethe-Grundschule, die erst in diesem Jahr eröffnet wurde, stehen den Mädchen und Jungen neben Schulbüchern auch neue Bücher und Hörspiele zur Verfügung, die die Kinder besonders interessieren. Anschließend besuchte Tom Unger den evangelischen Kindergarten St. Georgen in Schwarzenberg und hat dort in der Schulanfängergruppe spannende Geschichten von Patterson und Findus vorgelesen. Die Kinder waren aufmerksam bei der Sache und hätten gern noch mehr gehört. Nach 2 Jahren Zwangspause ist im Erzgebirge die Freude auf die Weihnachtsmärkte groß. Auch in diesem Jahr werben Freiberg, Annaberg-Buchholz, Marienberg, Olbernhau, Schneeberg und Schwarzenberg geschlossen dafür. Getreu dem Motto »Zusammen sind wir stärker« gibt es eine gemeinschaftliche Großplakatwerbung sowie LED-Wände in Dresden und weiteren Großstädten, gemeinsame Anzeigen in den jeweiligen Weihnachtsmarktflyern sowie eine Postkartenaktion. Auf den in einer Auflage von 50.000 Stück erschienenen Postkarten werden auch schon die Termine für 2023 beworben. Für die weitere Zusammenarbeit über die Weihnachtszeit hinaus wurde die Internetseite bergstaedte.de freigeschaltet. Aktuell sind dort die Informationen zu den Weihnachtsmärkten zu finden. In Thun gibt es in der Hainstraße einen Skaterplatz. Der ist sowohl für erfahrene Skater als auch für Anfänger geeignet. Im Herbst 2022 konnten hier 2 weitere Skater-Elemente nach den Vorstellungen von Jugendlichen aufgebaut werden. Möglich wurde das durch die Kleinprojekteförderung der LIDA-Region. In den Herbstferien fand auf dem Thumer Skaterpark ein Graffiti-Workshop statt. Mit dem Regionalteam Jugendarbeit und 2 Graffiti-Künstlern aus Dresden wurde laut Stadtverwaltung ein in die Jahre gekommenes Skate-Element farbig gestaltet. In Annaberg-Buchholz werden 4 Tage für Baumfällarbeiten auf der Talstraße benötigt. Abhängig vom Wetter sollen die Arbeiten laut Stadtverwaltung im Zeitraum bis zum 3. Dezember durchgeführt werden. Betroffen ist der Bereich ab Höhe Tankstelle Esso bis Einkaufsmarkt Nah und Gut in Richtung Große Wendeschleife. An den jeweiligen Arbeitstagen wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Die Sperrung der Mauerkrone der Talsperre Seidenbach bei Pockau-Lengefeld muss um 1 Jahr verlängert werden. Sie ist bereits seit Mai dieses Jahres für die Öffentlichkeit gesperrt und sollte eigentlich Ende 2022 wieder freigegeben werden. Bei den umfassenden Sanierungs- und Reparaturarbeiten wurde jedoch festgestellt, dass zusätzliche Leistungen an der Mauerkrone durchzuführen sind. Die Umleitung für den Talsperrenrundweg, der in das örtliche Wanderwegnetz eingebunden ist, bleibt weiterhin ausgeschildert. Die denkmalgeschützte Bruchsteinmauer der Talsperre Seidenbach ist rund 334 Meter lang und 4 Meter breit. Der Weg, der über die Mauerkrone führt, ist normalerweise öffentlich begehbar und ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Erstmals seit 3 Jahren wird die Bläserphilharmonie Thum gemeinsam mit der Bläserjugend wieder Weihnachtskonzerte spielen können. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches, unterhaltsames, aber auch besinnliches Konzertprogramm. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Vereins Jugendblasorchester der Stadt Thum oder im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz. Absoluter Konzerthöhepunkt im diesjährigen Weihnachtsprogramm der Bläserphilharmonie ist Seyel Born des Komponisten José Alberto Pina. Zu den Konzerten am 17. und 18. Dezember wird der Spanier dafür extra ins Erzgebirge reisen, um das epische Werk in Annaberg-Buchholz und Thum selbst zu dirigieren. José Alberto Pina ist ein preisgekrönter und international renommierter Komponist und Dirigent. Er gastierte bereits 2017 in Thum und dirigierte hier die Deutschlandpremiere seines Werkes »The Ghost Ship«.
Darüber hinaus wird Bendix Rehm als Solist das Publikum mit einem Werk für Euphonium verzaubern. Und selbstverständlich werden besinnliche und traditionelle Weihnachtsmelodien nicht fehlen. Grenzenlos durchs Erzgebirge ist ein Wissensspiel von Katharina Tschirner-Kosova und Jürgen Schirner für 2 bis 5 Mitspieler, das im November 2022 in erster Auflage erschienen ist. Eine Wanderung von Chemnitz nach Komodow durch 70 Städte und Dörfer soll Neugier wecken und Lust machen, den jeweils anderen Teil des Erzgebirges zu erkunden und dessen Menschen näher kennenzulernen. Mehr darüber erfahren Sie in der Bergzeit am Dienstag. Zum Sport. Die Schönheider Wölfe haben in der Eishockey-Regionalliga Ost ihre weiße Weste bewahrt. Am Sonnabend gewannen die Erzgebirger das Spitzenspiel bei den Akademikern von FAS Berlin souverän und verdient mit 7:3. Florian Heinz, Timon Busse, beide je zweimal, Florian Richter, Jan Gruß und Thomas Rubes trugen sich für die Wölfe in die Torschützenliste ein. Knapp 400 Zuschauer sahen dann am Sonntagabend im Wolfsbau beim diesjährigen Teddy-Toss-Spiel neben dem Plüschtierregen auch jede Menge Tore und einen am Ende verdienten 7:5 Heimsieg der Wölfe gegen die Tornados vom ELV Nyski. In der 17. Minute durften die zahlreichen Teddybären und Plüschtiere beim ersten Tor für die Heimmannschaft für einen guten Zweck aufs Eis geworfen werden, als Vincent Wolf den umjubelten 1:1 Ausgleich erzielte. Das Team von Coach Sven Schröder machte mit dem 9. Sieg in Folge das 6-Punkte-Wochenende perfekt. Daher sind die Schönheider aktuell alleiniger Tabellenführer in der Eishockey-Regionalliga Ost. Tabellenführer sind auch die Handballer des EHV Aue in ihrer Staffel der 3. Liga. Am 11. Spieltag gab es am Sonnabend im Heimspiel gegen den Northeimer HC einen 32:23 Sieg. Der EHV Aue hat somit 21:1 Punkte auf dem Konto. Als härtester Konkurrent im Aufstiegskampf kristallisiert sich mit 20:2 Punkten die zweite vom HC Erlangen heraus. Erfolgreich waren auch die Fußballer vom FC Erzgebirge Aue. Durch Tore von Ivan Knesewitsch, Elias Huth und Len Jastremski zogen die Veilchen mit einem standesgemäßen 4:0 beim Oberligisten Budissa Bautzen in die nächste Runde des Sachsenpokals ein. Haar mit Land und kluge Sprüche. Den größten Reichtum hat, wer arm ist an Begierden. Seneca. Wir wollen nicht die Verstaatlichung des Menschen, sondern die Vermenschlichung des Staates. Heinrich Pestalozzi. Schnee im Erzgebirge, des einen freut, des anderen leid. Am 3. Novemberwochenende war es dann soweit und wenn wir gleich 5 Fakten über den Naturpark Erzgebirge Vogtland mit Winterbildern untermalen, werden Sie sehen, wie gut sich der Schnee in unserer Landschaft macht. Thank you.
Fünf Fakten über den Naturpark Erzgebirge Vogtland. Erster Fakt: Den Zweckverband Naturpark Erzgebirge Vogtland bilden der Vogtlandkreis, der Erzgebirgskreis und der Landkreis Mittelsachsen mit dem Freistaat Sachsen. Zweiter Fakt: Der Naturpark Erzgebirge Vogtland erstreckt sich zwischen dem vogtländischen Bad Elster und dem osterzgebirgischen Holzhau. Dritter Fakt: Das Naturparkgebiet von 1495 Quadratkilometern Größe liegt überwiegend oberhalb 500 Metern über Normalnull. Vierter Fakt: 60% des Naturparkgebietes sind Wald, 30% landwirtschaftliche Nutzfläche und 10% Siedlung. Fünfter Fakt: Mit ca. 270.000 Einwohnern gehört der Naturpark Erzgebirge Vogtland zu den am dichtesten besiedelten Mittelgebirgsregionen Europas. Schnee. Wer ans Erzgebirge denkt, muss auch daran denken. Schon Anton Günther machte allen klar, wenn's draußen wieder schneit, du Hammer und Freit. Es fängt überall zu wabeln an, ist draußen gute Schneeschuhbar. Und so weiter. Sie kennen ihn bestimmt, den Schneeschuhfahrermarsch unseres Heimatdichters. Anton Günther ist im Erzgebirge allgegenwärtig. Zurzeit auch einmal mehr auf dem Spiegelwald, dem Hausberg von Grünhain, Bayerfeld und Bernsbach. Ausgestelltes vorgestellt. Eine kleine Sonderschau zu Ehren von Anton Günther ist im König-Albert-Turm zu sehen. Die Exponate in den 5 Ausstellungsvitrinen stammen von erzgebirgischen Anton-Günther-Freunden. Anton Günther wurde mit den Liedern wie etwa »Erzgebirg, wie bist du Ski«, »Sis Feierobend« oder »Is Annel mit dem Kannel« zu einem der bekanntesten Volksdichter und Sänger des Erzgebirges. Sein »Deitsch on Frei wollmer sei« von 1908 gilt bis heute als heimliche Hymne des Erzgebirges. Anton Günther begründete mit seinen Liedern nicht nur das Genre des erzgebirgischen Heimatliedes. Mit seiner Kleidung, bestehend aus Jägerhut, Lodenanzug und Pfeife, prägte er zugleich das Bild des Heimatsängers. Die Anton-Günther-Ausstellung ist Teil der Turmbesichtigung und im Eintrittspreis von 4 Euro pro Person enthalten. Im Winter ist der König-Albert-Turm dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Vor diesem Ausflugstipp hatte ich die ersten Zeilen des Schneeschuhfahrermarschs von Anton Günther zum Besten gegeben. Der passt ja in die Zeit. Das Ende des Liedtextes aber auch. Frisch auf alle Zeit, mir halten drei zur Onra Ha mit und singe lustig unser Lied. Und müssen wir fort, Nord kann man wieder, so wie der Vogel heimwärts zieht. Schon morgen kehrt die Bergzeit zurück. Allerdings sieht die dann ganz anders aus. Will sagen, mit neuen Themen. Unter anderem zeigen wir im Erzgebirgsalmanach, worüber sich der Erzgebirgszweigverein Markersbach am 22. November vor 20 Jahren freuen konnte. Für heute geht die Bergzeit zu Ende und ich sage vorher herzlich Glück auf. Bis morgen. Ich schütze mich, weil ich meine Hoffnungen nicht begraben möchte. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de. Das Licht bleibt an. Machen Sie mit und wechseln Sie zu energiesparenden LED-Beleuchtungen. Sie sparen bis zu 94% Energie bei gewohnter, gemütlicher, warmer Lichtfarbe. Wir haben für fast alle Weihnachtsbeleuchtungen die passende LED-Variante und das günstiger, als Sie vielleicht denken. Fragen Sie einfach bei Haushaltwaren Schlottig in Marienberg direkt am Markt oder schauen Sie unter www.haushaltwaren-schlottig.de. Wechseln auch Sie und sparen Energie. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.